Es wird wohl erst schlimmer, bevor es besser wird. Bei dieser Rallye passen so ein paar Sachen nicht zusammen. Rallye in Anführungszeichen bei dieser Erholung, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben. Da passen ein paar Sachen nicht zusammen. Spricht dafür, dass wir nochmal neue Tiefs sehen werden, dass wir also unter die Marke von 3600 Punkten, die ja das Tief oder unter der Zone 3600 hatten wir ja das Tief im S&P 500 gemacht. Und es spricht manches dafür, dass wir noch im Oktober dieses Tief nochmal unterbieten. Vielleicht sogar deutlich unterbieten, dann so eine Art Panik entsteht und dann eine ziemlich gute Chance ist, dass wir dann eine nachhaltige Rallye sehen, dass wir dann also wirklich eine Aufwärtsbewegung sehen. Die Saisonalität würde dafür sprechen, aber eben auch andere Faktoren. Aber schauen wir uns am heutigen Tag der US-Arbeitsmarktdaten die Lage mal an. Die ist nämlich interessant, die ist durchaus komplex, um es mal so zu formulieren. Hier haben wir die Erwartung für die heutigen Daten. 250.000 neue Stellen bei einer Arbeitslosigkeit von 3,7%. Vor allem die Stundenlöhne wichtig, 5,1 bzw. 0,3%. Die Erwartung, da wird man drauf achten, sind die Stundenlöhne höher als erwartet, als befürchtet. Das würde dann darauf hindeuten, dass diese Lohnpreisspirale doch sich weiter bewegt. Und ja, das sind die zentralen Dinge, auf die hier zu achten ist. Vor allem auch die Beteiligungsquote. Wer meldet sich jetzt wieder in den Arbeitsmarkt gewissermaßen zurück? Die Märkte gucken auf diese Arbeitsmarktdaten ausschließlich mit Fokus auf die Fed. Was heißt das für die Fed-Politik? Deswegen interessiert man sich überhaupt für diese Daten. Und wir haben jetzt von Waller und von Mester heute Nacht wieder sehr hawkische Aussagen bekommen. Wir sind fixiert auf Inflation. Unser Hauptziel ist die Bekämpfung der Inflation, die Rückführung dieser Inflation auf 2%. Und Mester hat sogar gesagt, wir werden nächstes Jahr überhaupt nicht die Zinsen senken. Das ist natürlich eine interessante Aussage. Wir erinnern uns an Frau Lagarde, die noch im November gesagt hat, November 2021, wir werden im Jahr 2022 die Zinsen auf keinen Fall anheben. Sie musste es dann doch. Also im Grunde sind solche Aussagen natürlich für den Papierkorb. Wer weiß, was in einem Jahr ist, Frau Mester, da kann die Lage sich völlig anders darstellen. Aber es zeigt diese Fixierung, dieses Festbeißen der US-Notenbank an der Inflation. Und wir sehen auch der Glaube, dass eben jetzt der Arbeitsmarkt zu stark ist. Und das ist eben auch der zweite Punkt. Die Fed denkt, okay, der Arbeitsmarkt ist stark, daher können wir uns diese Zinsanhebungen auch erlauben, weil man hat ja im Prinzip zwei Mandate, Vollbeschäftigung und eben dann die Inflation. Und wenn ein Teil dieses Auftrags praktisch erfüllt ist, dann kann man eben dieses Ungleichgewicht zur Inflation ein bisschen stärker angehen. Aber jedes Mal, wenn die Fed dann praktisch die Zinsen stark angehoben hat, dann ist die Arbeitslosigkeit deutlich stärker gestiegen, als die Fed jeweils erwartet hat. Das wird auch diesmal so sein. Aber es ist eben jetzt dieser Puffer, den die Fed meinte zu haben, wie Bostic jetzt gesagt hat. Und dann nochmal zu dieser Aussage von Mester, wir werden die Zinsen in 2023 nicht senken. Das ist natürlich eine Aussage, die Fed-Mitglieder oder diese Festlegungen, die gab es ja in den vergangenen Jahren schon. Hier hat man zum Beispiel gesagt, 2019, ja, wir werden die Zinsen anheben, stattdessen hat man sie dann dreimal gesenkt. Dann hat man gesagt, wir werden die Zinsen nicht vor 2023, 2024 anheben, jetzt stehen wir bei 3%. Also solche Statements machen schlichtweg keinen Sinn, aber wie gesagt, sie sind deswegen interessant, weil sie dieses, ja, sich verbeißen an dieser Inflations- und Zinsthematik erkennen lassen. Die Fed ist ideologisch geworden, sie war ideologisch, als sie eben die Inflation nicht erkannte, nicht früh genug erkannte, dass alles auf eine steigende Inflation hindeutete. Und jetzt ist sie ideologisch, indem sie sozusagen die Inflation absolut setzt und sagte, wir werden die Zinsen anheben, komme was da wolle. Aber das, was kommt, das ist dann durchaus eben kräftig und mächtig und deswegen wird die Fed da kapitulieren. Schauen wir uns jetzt mal die letzten 5 der 6 Payroll-Zahlen an oder der Tage, an denen die US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht wurden. Von 6 waren 5 negativ, egal wie die Zahlen ausgefallen sind. Was bräuchten die Bullen? Optimal wäre so eine Zahl um 100.000, also schwächer als erwartet. Die Erwartung haben wir gesehen, 250, schwächer als erwartet, aber eben auch keine Katastrophe, damit dieses
diese Hoffnung auf ein Soft Landing irgendwie noch darstellbar ist, wenn wir jetzt negative Zahlen hätten, könnte das ja bedeuten, dass es doch relativ schnell bergab geht mit der US-Wirtschaft insgesamt. Aber ist es so, wie Scott Minard von Oppenheimer sagt, der sehr beachtet ist an der Wall Street, die Investoren können ihre Erwartungen für die Zinsen praktisch basierend auf der Inflation oder auf Arbeitslosigkeit oder anderen Faktoren praktisch in die Tonne treten. Die Fed wird dann umsteuern, wenn etwas bricht, und derzeit bereitet sich alles darauf vor, dass etwas bricht, oder derzeit formiert sich praktisch dieser Bruch bereits schon. Das ist ein interessanter Punkt. Es muss etwas brechen, egal wie dann die Inflation und wie dann Arbeitslosigkeit ist. Aber schauen wir uns mal den US-Arbeitsmarkt an. Pardon, da haben wir natürlich noch durch diese ganze Corona-Geschichte Verzerrungen. Wir sind noch lange nicht in dieser Balance, wie wir das vor der Corona-Krise gewesen sind, in Relation Job Openings, also praktisch Angebote und Arbeitslose. Das ist ein bisschen zurückgegangen, weil die Job Openings, die JOLTS, deutlich jetzt zuletzt gefallen sind, aber die sind eben immer noch sehr kräftig, also dieses Ungleichgewicht bleibt bestehen. Gleichwohl sehen wir bei den Challenger Job Cuts, Challenger ist so eine Arbeitsvermittlungsfirma, hier sehen wir, dass eben doch schon erste Zeichen sind, dass Firmen mehr Leute entlassen inzwischen. Wir haben jetzt ein nach oben Ticken gestern der US-Erstanträge gesehen. Kann auch mit diesem Hurricane in Florida ein bisschen zusammenhängen. Aber wir sehen, dass wahrscheinlich der Hochpunkt am Arbeitsmarkt bereits überschritten ist. Und das deuten zum Beispiel auch die Job-Postings, die auf Indeed in den USA zu sehen sind. Also das, was an Jobs angeboten wird über die Plattform Indeed, deuten darauf hin, dass wir im Februar den Hochpunkt gesehen haben am Arbeitsmarkt. Seitdem geht es jetzt langsam, aber relativ konstant nach unten. Jetzt ist es natürlich so, diese Zahlen, diese Non-Farm Payrolls, das erinnert so ein bisschen an chinesische BIP-Zahlen. Da wird gewürfelt, und wenn die Zahlen nicht passt, dann wird revidiert. Da gibt es ja diese Vormonatsrevisionen, saisonale Anpassungen. Also wenn da Leute sagen, naja, zum Beispiel die ADP-Arbeitsmarktdaten, die wir am Freitag gesehen hatten, die seien unzuverlässig, dann sind die viel zuverlässiger als faktisch wahrscheinlich die offiziellen Arbeitsmarktdaten, weil da so viele Stellschrauben sind, wo gedreht wird, saisonale Anpassungen, bla blub, Birth-Death-Model, wie sie alle heißen, dass ich die eigentlich als eine Lotterie bezeichnen würde, die gar nicht so wirklich viel über die Situation in den USA zu sagen hat. Sei es drum, hier sehen wir den S&P 500 in einem Chart von Capital.com. Zweimal gescheitert jetzt an der Widerstandsmarke von 3.800 Punkten. Da muss er drüber. Wir sehen aber einige Indikatoren, die diese Rallye jetzt nicht bestätigen, die nicht zeigen, ja, das dürfte jetzt weitergehen. Okay, wir können vielleicht, wenn diese gewürfelte Arbeitslosenzahl oder diese gewürfelte Arbeitsmarktzahl heute in den USA so ausfällt, dass die Märkte jubeln, also schwächer, könnten wir da nochmal drüber. Über die 3.800 Marke, vielleicht 3.850, 3.900, aber da dürfte dann Schluss sein, bevor der nächste Move kommt. Dafür spricht auch, dass die Terminal Rate Erwartungen weiter nach oben gegangen sind, also die Erwartungen, wo der Gipfel der Zinsen sein wird durch die Fed, die sind immer weiter gestiegen, aber der S&P 500 ist auch weiter gestiegen, widerspricht sich eigentlich, denn zu stark steigende Zinsen sind eben Gift für die Aktienmärkte. Hier sehen wir jetzt eine interessante Beobachtung, NAIM, also praktisch die Vermögensverwalter in den USA, die ja mit 12% so wenig investiert waren, wie seit, ja, kann ich mich gar nicht erinnern, wann das mal so niedrig war, dieser Wert. Das ist jetzt ziemlich deutlich nach oben geschossen auf 38. Man hat sich also wieder investiert ein Stück weit. Ist nach wie vor eine geringe Investitionsquote, aber man ist ein bisschen mehr investiert. Wir sehen also hier eine leichte Aufhellung. Wir sehen auch etwa ETF-Flows, die im Jahr 2021 durch die Decke geschossen sind, wo also Leute ETFs gekauft haben. Das hat jetzt abgenommen, aber es ist eben noch keine Kapitulation erkennbar. Und so sagt etwa Citigroup, wir erwarten, dass die Aktienmärkte 2023 um 18% steigen werden, aber es gibt natürlich schon bedeutende Risiken eines Economic Slowdowns, ja, keine Frage, aber interessant ist, wenn wir nochmal zu diesen Privatinvestoren zurückkommen, dass die jetzt teilweise schon kapituliert haben. Wir sehen etwa, dass deutlich Aktien verkauft wurden in letzter Zeit. Wir sehen, dass die Amerikaner am Montag und am Dienstag in diese Rallye hinein, als wir ja zwei Tage hintereinander mit 2,5 oder 2,6 und 3% Gewinne hatten, dass man da
Einzelaktien verkauft hat. Wir sehen das vor allem bei großen Werten wie einer Apple, einer Meta, einer Google. Die wurden abgestoßen. Also wir sehen schon ein Stück weit, die Leute sind vorsichtiger geworden. Wir haben insgesamt jetzt in den letzten zwei Wochen gesehen, dass hier Single Stocks, also Einzelaktien, so stark verkauft wurden wie seit März 2020 nicht mehr, also seit dem Corona-Crash. Und liegt auch daran, dass die Privatinvestoren durchschnittlich deutlich stärkere Verluste haben als der S&P 500. Die liegen nämlich jetzt mit 32% im Minus, während eben der S&P 500 derzeit nur etwa 18% im Minus liegt. Und hier eine Indikation, wir sind schon ziemlich ausgebombt. Wahrscheinlich werden wir einen finalen Panik-Move sehen, der dann die Leute komplett rausspült. Und dann könnte erstmal ein Boden gefunden sein. Wir sehen das hier bei dem Market Breath Timer Oscillator. Immer wenn wir solche tiefste Werte haben, dann sind wir einem Boden nicht allzu fern. Aber wie gesagt, es kann erst noch schlimmer kommen, bevor es besser wird. Und schlimm sind eben jetzt auch die Nachrichten teilweise zu den Unternehmen in den USA. AMD gestern deutlich verloren, nachdem man gesagt hat, ja, die Umsätze deutlich schwächer, die Marge deutlich schwächer, die Konsumentennachfrage nimmt deutlich ab. Wir sehen etwa, dass man jetzt im August noch erwartet hat, einen Umsatz von 6,7 Milliarden Dollar. Jetzt sind es nur noch 5,6 Milliarden. Das ist schon ein ziemlich dickes Brot, wenn man so deutlich seine Umsatzerwartung schon mal senken muss. Also, und das ist etwas, was natürlich nochmal reinknallen kann, dass dann diese Gewinnwarnungen kommen, die dann die Stimmung nochmal richtig verhageln. Kommen wir nach Deutschland. Auch hier die Stimmung verhagelt vor allem bei Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen. Da sehen wir jetzt einen regelrechten Absturz. Die werden immer pessimistischer, eben weil sie wahrscheinlich sehr hohe Kosten haben, Energiekosten. Und weil sie sehen, dass die Leute jetzt vorsichtiger werden, eben durch die Inflation, durch Energiepreise. Hier sehen wir die Importpreise in Deutschland. Die sind um 32,7% gestiegen. Das ist der höchste Anstieg seit 1974. Hier wird die Inflation dauerhaft sein oder dauerhafter sein, weil wir diese Energiethematik haben. In den USA, kann ich mir vorstellen, wird das doch etwas schneller zurückgehen. Wir müssen also diese Räume unterscheiden. Die Weltmärkte aber orientieren sich natürlich sehr stark an den USA bisher. Noch drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ein Land im Niedergang, Deindustrialisierung schreitet voran. Marc Friedrich mit leider einer sehr klaren Analyse über das, was hier passiert und teilweise noch nicht so richtig in der Dimension verstanden wird. Erste Artikelempfehlung. Zweite Artikelempfehlung. Nicht nur wir haben Probleme, obwohl wir haben ja kein Stromproblem, wie wir durch Robert wissen, sondern auch Irland und Großbritannien. Da warnt man vor Stromausfällen und Energieknappheit. Auch sehr interessant, was da drüben los ist. Zweite Artikelempfehlung. Dritte Artikelempfehlung. Aktien und Inflation. Erholungen in solchen Phasen der Geldpolitik. Strafung und Inflation, die können Jahre dauern. Da ein Blick zurück auf die Volckerzeit, den ich hier mal geworfen habe. Also drei Empfehlungen, die ich Ihnen geben möchte. Nochmal herzlichen Dank für die Genesungswünsche von Ihnen. Ich habe 5000 Rezepte bekommen, wie es besser wird. Die habe ich alle angewandt und Sie sehen, es ist ja viel besser jetzt geworden, nicht wahr? Also Ihnen ganz herzlichen Dank. Heute 14.30 Uhr die Arbeitsmarktdaten. Schauen Sie da rein um 14.30 Uhr auf Finanzmarktwelt und wir sehen uns heute Abend zum Marktgeflüster. Ich sage Servus und Ciao.